Der letzte Finsternis in diesem Jahr findet am 8. November statt. Diesmal handelt es sich um einen totalen Mondfinsternis im 16. Grad des Tierkreiszeichen Stier und zwar um 11.59 Uhr nach Berliner Uhrzeit. In diesem Video erzähle ich dir, wie du am besten mit den Energien diesen totalen Mondfinsternissen umgehst. Ich fange an. Erstmal kurzes Vorwort bezüglich meiner Stimme. Ich war ziemlich lange krank und generell geht es mir jetzt schon viel, viel besser, aber das hat sich auf meine Stimme umgeschlagen und deswegen klingt sie im Moment noch so, wie sie klingt, aber ich wollte unbedingt für dich das Video aufnehmen. Deswegen, ich gehe trotzdem davon aus, dass ich gut zu verstehen bin. Zurück zum Thema Mondfinsternis. Mondfinsternis im Stier bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt der Mond würde sich im Stier befinden und die Sonne entsprechend im Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet, dass der letzte Sonnenfinsternis am 25. Oktober hat damals die skorpionischen Themen in erster Linie hervorgerufen, und zwar auf unsere geistige Ebene. Jetzt wird der Mondfinsternis stattfinden im Stier und auf der emotionalen Ebene, in unserem Unterbewusstsein, in unseren vielleicht werden sogar die Themen gewisserweise aus unserer Kindheit hochgerufen. Also alles, was Subjektivität angeht, wird jetzt hervorgerufen. Vor allem der Mond im Stier fühlt sich sehr, sehr gut, er fühlt sich dort komfortabel. Und wir kennen das von dem Stier, er mag nicht loslassen. Wenn wir von einem Mondfinsternis sprechen, in diesem Fall passt es auch mit dem Vollmond. Also das ist ein extra starkes Vollmond, der im Stier stattfinden würde. Wir wissen auch, dass bei dem Vollmond geht es darum, etwas loszulassen. Und jetzt diese Idee loszulassen, sich von irgendetwas zu befreien, was das sein könnte, werde ich jetzt gleich darauf auch eingehen. Und die Energie des Tierkreiszeichens Stiers, das ist an sich schon, irgendwie passt das nicht zusammen. Stier möchte aufbauen. Stier möchte akkumulieren. Energie, Wertsachen, materiellen Sachen. Und ich spreche davon, dass man lernen sollte, jetzt etwas loszulassen, beziehungsweise wirklich sich schon dafür bereit zu erklären, dass etwas weggeht, dass etwas vergeht, dass vielleicht auch jemand aus unserem Leben geht. Das hängt natürlich damit zusammen, in welchem Haus dein Geburtshoroskop dieser Mondfinsternis stattfindet. Bei der Sonnenfinsternis geht es mehr um unseren Geist. Bei der Mondfinsternis geht es um unseren emotionalen Zustand. Also ich glaube, darüber haben wir auch schon mehrmals in meinen vorherigen Videos auch eingegangen. In diesem Video möchte ich explizit darauf eingehen, dass der Mond unter anderem auch für unsere Adaptationsfähigkeit steht. Also wie schnell ich mich adaptiere zu einer Wirtschaftskrise. Wie schnell ich mich adaptiere, wenn ich jetzt, um meinen Job weiterzumachen, in einen anderen Staat umziehen soll. Allein diese Entscheidung zu treffen. Ich muss irgendwie bereit sein, dass etwas in meinem Leben sich ändert wird und dass ich mir sage, okay, die Veränderung findet nun mal statt. Wie adaptiere ich mich jetzt? Vielleicht im neuen Kollektiv, dem neuen Staat, der neuen Wohnung und so weiter. Also für jeden wird das sozusagen etwas individueller sein. Aber wichtig, dass du auch darüber sich vielleicht Gedanken machst. Vielleicht sitze ich schon wirklich sehr lange in irgendeine Situation, die schon da ist. Ich habe mich eigentlich noch überhaupt nicht darauf adaptiert. Ich habe diese neue Situation nicht akzeptiert und entsprechend habe ich auch nicht gelernt, aus dieser neuen Situation zu profitieren. Man sieht das irgendwie äußerlich, okay, da ist was Neues in mein Leben eingetroffen, aber dadurch, dass ich noch in meinen vorherigen, sei das jetzt Mustern, Gewohnheiten sitzen,
Die alten funktionieren nicht mehr, aber ich habe auch nicht gelernt, die neuen so anzuwenden, dass ich auch von diesen neuen Umständen anfange zu profitieren. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es ist natürlich so, dass die Finsternissen, sie haben, wenn der Finsternis jetzt im Stier stattfindet, dann können wir davon ausgehen, dass ungefähr vergleichbare, also nicht genau dasselbe, natürlich nicht mit den gleichen Planetenstellungen von den anderen Planeten, aber ungefähr von der Thematik, von der Energie, fand vor ungefähr 18 Jahren statt. So ziemlich genau von 18 Jahren statt. Dann haben wir immer die Mittelpunkten, also die Mitte von den 18, das sind 9 Jahre. Es kann tatsächlich sein, dass irgendwelche Thematiken, welche das sind, hängt natürlich von deinem individuellen Geburtshoroskop ab, werden zu Ende gehen. Und dann kommt das Thema der Adaptation, die Fähigkeit zu akzeptieren, dass etwas nun mal geht, wird hervorgerufen. Ich bin ein Stier. Ich glaube, diejenigen, die schon längere Zeit mit mir da sind, ihr wisst Bescheid, dass ich ein Stier bin. Und dieses Mondfinsternis wird auch meine persönlichen Planeten voll und ganz treffen. Ich bin sehr neugierig. Ich lasse es einfach werden, so wie es nun mal wird. Also ich lasse es werden und mal schauen, was das hervorruft, welche Ereignisse werden in meinem Leben hervorgerufen. Ebenfalls sehr wichtig und sehr bedeutend kann diese Finsternis für die Stiere werden, für die Skorpions, für die Wassermänner und für die Löwen. Skorpion ist klar, weil das die Opposition ist und zu dem Zeitpunkt diesen Mondfinsternisses befindet sich die Sonne immer noch im Skorpion. Wassermann und Löwe, das sind entsprechend die Quadraturen. Und die Skorpions und Stiere werden sehr wahrscheinlich vor einer härteren Entscheidung stehen, weil das ist nun mal die Opposition. Das ist entweder oder. Also da, es kann sein, dass sie wirklich also irgendwelche Entscheidungen müssen getroffen werden nach dem Motto, okay, wähle ich jetzt rot oder grün oder schwarz oder weiß. Es kann sein, dass da keine Halbtöne gegeben werden. Bei den Löwen und bei den Wassermännern kann es sein, dass irgendwelche Situationen vorkommen, die ihnen sehr, sehr viel emotionale Kräfte kosten würden. Also Quadratur, sie nervt, sie beunruhigt, sie gibt dir die Möglichkeit, zwar zu handeln, aber es verläuft irgendwie alles nervös. Also für diese vier Tierkreiszeichen ist es natürlich besonders wichtig. Es kann auch für dich besonders wichtig sein, wenn du zum Beispiel von der Sonne Zwillinge bist, aber dein Mond zum Beispiel im Stier ist und vielleicht im 15. oder im 17. Grad steht, also da bist du natürlich auch mit dabei. Also wichtig, dass du mal anschaust, in welchem Tierkreiszeichen bei dir der Mond steht und wenn es in einem oder in mehreren von diesen vier Tierkreiszeichen, was ich eben erwähnt habe, mehrere Planeten stehen, vor allem Venus, Merkur, Mars, Mond oder auch deine Sonne entsprechend, dann kann es sein, dass du davon stärker betroffen wirst. Meine Einstellung jetzt zu diesem Mondfinsternis ist es so, dass, also ich weiß, dass mich das voll und ganz treffen wird von den Energien, deswegen habe ich mich auch vorher schon angefangen, darauf einzustellen, okay, entspann dich und lass es werden. Welche Probleme können jetzt zum Vorschein kommen? Das könnten auch die Probleme aus dem Herbst letztes Jahres sein, weil damals der erste Finsternis auf dieser Achse stattgefunden hat. Also, um es abzurunden, du schaust dir die Themen, die für dich aktuell waren vor 18 Jahren, etwas, was für dich akut war vor 9 Jahren und etwas, was zum Vorschein gekommen ist seit Herbst letztes Jahres, seit Herbst 2021. Und wie kann das sein? Also es kann sein, dass irgendeine Problematik in unser Leben eingetroffen ist und wir haben situative Lösungen dafür gefunden. Also nach dem Motto, man hat Rückenschmerzen
Und also plötzlich wurde das ausgelöst und naja, okay, ich mache mal ein bisschen Physiotherapie. Hat geholfen für ein paar Monate. Schon wieder Rückenschmerzen. Naja, okay, dann fange ich mal mit Yoga an. Okay, hat wieder mal geholfen. Man hat mit Yoga aufgehört. Man hat auch mit Schwimmen aufgehört. Man ist auch nicht wieder zur Physiotherapie gegangen. Also man hat die Stelle nicht endgültig geheilt. Das bedeutet, dass situativ die Lösung gefunden, aber das Problem nicht gelöst. Und jetzt zu dem 8. November, ich würde insgesamt eigentlich den ganzen November mit dazu einschließen, also mindestens bis zum 21. November haben wir ausreichend Zeit, diese Energien intensiv auszuleben und vielleicht Selbstgespräche zu führen und zu sagen, naja, okay, also eigentlich musst du dich jetzt der Tatsache stellen, sich darauf adaptieren und danach nach konkreten Lösungen zu finden. Diese situative Lösungen werden es nur noch schlimmer machen. Man muss sich dafür bereit erklären, die Problematik wirklich unter die Lupe zu nehmen und sie anfangen zu bereinigen. Ich würde auch nicht sagen, jetzt lösen, weil wir wissen ja, Sonne steht im Skorpion, Merkur steht im Skorpion, Venus steht im Skorpion und zwar alles so zusammen, dass sie bilden jetzt einen starken Stellung und dazu natürlich noch den südlichen Mondknoten im Skorpion. Diese Energien sind trotzdem dabei. Wir wissen ja, dass der Pluto ist der Herrscher von dem Skorpion und der wird eine Auswirkung auf diesen Mondfinsternis haben. Pluto wird bereinigen. Proserpina zu dem Zeitpunkt steht ebenfalls wird ebenfalls von diesen plutonianischen Energien beeinflusst und die Proserpina, sie ist ebenfalls sehr, sehr hartnäckig. Was der Pluto übersehen hat, wird Proserpina sehen und das nochmal alles auslöffeln, bereinigen und säubern. Deswegen, ich wünsche dir, dass du dich halt der Tatsachen stellst. Es heißt nicht, dass das was Schlimmes kommt. Wir wissen ja, dass ein Tür schließt, der andere Tür geht auf. Das ist genau dasselbe mit den Finsternissen. Ein Zyklus geht zu Ende, ein neuer Zyklus fängt an. Und zwar ein langer Zyklus, 18 Jahre. Und die Zwischenergebnisse werden wir schon nach den 9 Jahren sehen. Die Themen, was angeht, Materie, Partnerschaften, Liebe, Selbstwertgefühl. Das alles kann hochkommen. In welchem Bereich? Sei das jetzt dein Selbstwertgefühl in deiner Familie, dein Selbstwertgefühl in deinem Kollektiv. Vielleicht wirst du es satt haben, dass keiner deine Ideen ernst zu Herzen nimmt, dass deine Arbeit nicht akzeptiert wird oder dass du dein Selbstwertgefühl in diesem Beruf, in diesem Jobrichtung halt nicht ausleben kannst und du entscheidest dich, ich möchte mich nicht mehr quälen, ich bin bereit, auch einen anderen Weg einzugehen. Wenn du das Video auf dem YouTube anschaust, empfehle ich dir immer in der Beschreibung unter dem Video die entsprechenden auch interessanten Links anzuschauen, weil ich poste da auch immer wieder zusätzliche Informationen zu den Videos, die bei mir auf dem Kanal erschienen sind und die für dich wichtig werden können. Zum Beispiel Venus im Skorpion, da habe ich ganz viel darüber gesprochen, dass es keinen Sinn macht, jetzt Schönheitsoperationen im November zu machen. Warum und weshalb habe ich auch ebenfalls erzählt. Und all diejenigen, die mir dieses Video auf dem Instagram anschauen, herzlich willkommen zu meinem YouTube. Abonniert das und dann bist du auch immer auf dem aktuellsten astrologischen Stand. Bleib gesund. Und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.